Ah, die neue Geschäftsführerin der DFL hat sich gemeldet, Donata Hopfen. Vielleicht stellt ihn Assistent ein, der Malz heißt. Dann ist bei der DFL sprichwörtlich Hopfen und Malz verloren. Ach, die Donata. Die will eine Gehaltsobergrenze für Spieler einführen. Dann wird die Bundesliga genauso attraktiv wie mein Gesicht. Ja, für die Spannung in der Liga will die Donata was einführen? Playoffs. Wie sieht denn das dann aus 2040 in der Emirates Bundesliga? Statt zwei Halbzeiten gibt es dann vier Quarters. Für jedes Quarter musst du einen eigenen Streaming-Anbieter buchen, um das jeweils zu gucken. Wird häufiger gewechselt, auf jeden Fall wie beim Eishockey. Jedes Team hat 64 Spieler, ne? Klar. Gibt eine Defense, eine Middle und eine Offense Line. Und die spielen dann im Winter noch in der neu gegründeten Euro League Konferenz in Dubai. Alle Mann, klar. Gibt auch keinen Auf- und Absteiger mehr, ne? Sondern ein unabhängiges Gremium aus Saudi-Arabien entscheidet, wer in der Liga mitspielt und wer nicht. Ach, Donata, mach mal so weiter. Dann haben wir hier bei uns, bei Borussia Glück auf, im Amateurfußball, bald wieder ausverkaufte Hütte. Ach, die Donata Hopfen, die löst alle Probleme in den DFL. Und auch sonst, ne? Wenn du im Garten so einen alten Geräteschuppen hast und weißt nicht, wohin damit, dann kommt die Donata Hopfen, kippt ein bisschen Head and Shoulders in den Garten, ja, Schuppen weg.